Heute kommen die restlichen Arena-Leiter ins Spiel. Hier in Pokémon Leuchtende Perle. Leider kann man hier nicht mehr schräg gehen. Das habe ich ja versucht, das euch zu zeigen, aber da war es anscheinend schon gepatcht. Naja, dann war es halt so. Ich werde jetzt kurz herausfinden, wie man hier das Rätsel nochmal macht. Und dann sehen wir es bei der Arena-Leiterin wieder. Ungelogen, 10 Minuten später habe ich das Rätsel endlich herausgefunden. Und bevor ich es gleich nochmal machen muss, weil ich verkacke, speichere ich lieber ab. So. Meinen Glückwunsch zum Einzug in die Ruhmeshalle, Maike. Ich habe schon darauf gewartet, dass du kommst. Du hast nicht nur mich besiegt, sondern auch die Top 4 und bist so richtig schnell berühmt geworden. Ist das nicht total cool? Deine Leistung hat mich auch nochmal so richtig dazu motiviert, dich besiegen zu wollen. Das hat für mich jetzt oberste Priorität. Okay. Gegen die Eis-Arena-Leiterin. Da habe ich natürlich auch mal wieder meinen Tricky vorne gehabt. Yeah! Frieda hat richtig Bock, mich zu besiegen. Dann fängt an mit Rex Blizzard. Tja, Rex Blizzard hat eine Vierfachschwäche gegen Feuer. Das tut mir jetzt aber leid. Naja, nicht wirklich. Oh, Hagelalarm. Das sollte mir jetzt doch vielleicht leid tun. Ein bisschen. Also ein bisschen. So, ciao. Hat verfehlt. Wie immer. Aurora-Schleier. Stärkt gegnerische Pokémon mit physischem. Das hört sich mies an für mich. Genauso mies, dass jetzt meine AP runtergegangen ist auf der Attacke. Das ist doch blöd. Die will ich eigentlich auch sparen für krasse Pokémon. Gut, aber Explizzer war das eigentlich ziemlich dumm, weil das ist sowieso mit einem Flammenwurf down. Warum riskieren? Ich hab's riskiert und zwar dumm. Egal. Level up zu beide. Mhm. Ja, die Hagel treffen mich jetzt halt die ganze Zeit. So. Mammutel! Ich habe vergessen, welcher zweite Typ das war. Ich glaube, es ist Boden. Ich glaube, es ist Boden und kann mich one-hitten. Habe ich recht? Macht jetzt Erdbeben, ich bin tot. Oh! Wollte es, aber mit der Kraft der Liebe wird es nichts. Du bist jetzt down, Mammutel. Haja. Also Mammutel ist echt ein starkes Viech, darauf sollte man wirklich Angst haben. Vor allem die Größe hier im Kampf ist überhaupt nicht richtig. Es ist eigentlich viel größer. Es ist wirklich viel größer eigentlich. Aber ja, wir wissen ja, dass die Größen in diesem Pokémon-Spiel nicht richtig sind. Rossana, Eis, Psycho. Fun Fact, Rossana hat den längsten Pokémon-Schrei von allen. Ja, das wollte ich nur kurz sagen. Du bist weg. Habe ich wahrscheinlich schon mal gesagt, oder? Egal, habe ich jetzt nochmal gesagt. Ist nicht schlimm. So, Aurora-Schleier ist jetzt weg. Da kommt die Top-Genesung. Ich habe nur darauf gewartet. Aber ich bin mir sehr unsicher gerade, weil was ist, wenn sie zwei Top-Genesungen hat? Weil Adam hatte zwei. Oh, Fokus gut hat sie. Ja, Fokus gut. Tragen aber fast alle einen Fokus gut, ne? Ich meine, macht Sinn. Vor allem gegen mich, aber. Das ist schon interessant. Oh, wow, Tricky liegt mich gerade sehr. Wahrscheinlich hat er nur darauf gewartet, bis wir wieder in der Eisarena sind, um alles aufzuheizen. Sogar ein Crit war das, obwohl du gar keinen Crit machen musstest, weil das war nur ein KP, den du wegmachen musstest, aber egal. Aua. Als nächstes, Frostdätsche, das hatten wir ja schon gesehen. Ein Geist. Eis-Pokémon. Geist, Eis. Und da mir Frostdätsche ein bisschen Angst macht, weil es kann sehr stark sein, wenn man es richtig macht. Ja, schnell weg damit. Und ich kann kurz sagen, wie komisch ist das Design finde von Frostdätsche. Ihre Haare sind gleichzeitig ihre Hände. Das bin nicht nur ich, oder? Oder vielleicht ist das halt so eine Mütze. Und ihre Mütze sind ihre Hände. Keine Ahnung, die sind komisch aus. Aber auch irgendwie lustig. Ist schon irgendwie lustig eigentlich. Glaciola, pures Eis-Pokémon. Die Weiterentwicklung von Evoli. Freu dich nur so viel du willst. Solange du es noch kannst. Pow! Oh. Anscheinend hat es gute Verteidigung. Doppelteam. Denkst du wirklich, werde ich jetzt verfehlen?
Denkst du das wirklich? Ich glaube nicht. Und was hat sie da? Irgendwas Heilendes. Überreste? Ja. Ja, das Ding ist, Überreste ist viel besser als eine Muschelglocke, ganz ehrlich. Überreste ist wirklich, wie ich finde, das beste Heil-Item. Wenn ich Überreste hätte, hätte ich es definitiv Tails gegeben. Oder allgemein in meinem Team. Sneepuna! Unlicht! Eis. Let's Pokémon? Konzentrier dich wieder, Frieda! Ist das schon die Finale? Oh ja! Erzwinger. Das wird dir nicht helfen, mein Freund. Meine Freundin. Feuersturm! Oh, sie fängt an. Nachtieb. Ja. Okay. Aber Flammkörper! Yes! Jetzt kann ich mich wieder über Flammkörper freuen, tatsächlich. Und yeah! Tricky hat die meiste Arbeit gemacht, aber er darf es nicht finishen. So schön darf es leider nicht sein. Traumagil, du kannst ja mal versuchen zu finishen. Los, Traumagil! Juwelenkraft! Oh, aber wer ist. Oh, nee, oh. Ich hab's überlebt. Ich habe voll vergessen, dass das eine Unlichtattacke war und ich bin gerade ziemlich dumm gewesen, aber ich habe ziemlich Glück. Und die Buna hat ziemlich Pech, denn jetzt ist es down. Zumindest in ein paar Runden ist es down. Denn es brennt immer noch elendig. Hehe. Ich habe mich viel zu sehr ins Zeug gelegt, um jetzt einfach aufzugeben. Nix da! Nimm das! Oh, was hat sie jetzt vor? Ich glaube, das Heilen bringt nichts, oder? Ich habe zu wenig geheilt. Ich glaube, ich habe wirklich zu wenig geheilt. Ja, das. Nee, ich bin down. Das wird zwar sehr dankbar, aber. Oh! Hat sich gelohnt! Yes! Ich riskiere es, auch wenn es dumm ist. Ich riskiere es. Nee, es trifft und ich bin down. Keine Liebe. Nee, diesmal nicht. Diesmal keine Liebe. Tut mir leid, Traumagil. Aber die Bruna ist fast down. Das ist im roten Bereich. Falls jetzt nicht noch ein zweites. Top-Genesung hat, ist die Wunder jetzt in der nächsten Runde down. Das darf uns Tails gerne mal demonstrieren. Weil warum nicht? Dann los, Tails. Ja, es hat kein Top-Genesung bekommen und ist somit jetzt down. Stirbt sogar einfach in seiner Attacke. Ja, und das war Frieda. Gar nicht mal so schwer, finde ich. Ich wusste, dass du stark bist, aber das war der Hammer! Meine Konzentration hat nicht gereicht! Wow! Einfach nur wow! Du warst viel stärker, als ich erwartet hätte! Und zwar nicht nur in puncto Konzentration, sondern vor allem bei der Technik! Zumindest hatte ich diesen Eindruck. Hier ist ein Sticker von mir! Den Kältesticker. Du bist hier jederzeit willkommen! Ich will von dir mehr über Konzentration und Technik lernen, um selbst stärker zu werden! Jo, beim nächsten Mal, aber ich komme nie wieder in diese Arena. Oh Gott. Nee, also dieses Rätsel will ich nicht noch einmal machen. Ja. Den ganzen Weg jetzt hier lang gelatscht. Und nun in Sonneweg haben wir den letzten Arena-Leiter vor uns. Und ich glaube, er wird nicht groß anders sein als beim ersten Kampf. Da er der letzte war. Du bist ganz schön spät dran. Ich bin schon total erledigt vom Warten. Seit unserem Kampf waren viele hier, um mich herauszufordern. Doch keiner von ihnen konnte mein Herz zum Erzittern bringen. Nicht so wie du, Maike. Du hast den Champ besiegt, also bist du sicher noch viel stärker geworden. Enttäusche meine hohen Erwartungen nicht. Ich werde dich nicht enttäuschen. Ich glaube, er hieß Volkner, oder? Hieß er nicht so? Ja, Volkner hieß er. Was sind deine 6 elektrischen Pokémon? Das ist schlecht. Ich habe erwartet, dass er mit einem Elektro-Pokémon anfängt. Deshalb habe ich Traumagie nach vorne getan, wegen einer Geschenksattacke. Aber was soll denn das? Jetzt macht alles Sinn. Wisst ihr, was er vorhat, Leute? Er möchte gleich wahrscheinlich Donner einsetzen, weil bei Regen hat Donner eine Wahrscheinlichkeit von 100%. Normalerweise hat es eine Wahrscheinlichkeit von 50%, wenn es normal einsetzt, aber bei Regen 100%, und das hat er vor. Also. Ja, das wird, glaube ich, der schwierigste Kampf von allen. Aber es ist auch der letzte, von daher macht das schon Sinn.
So, schön die Level-Ups reintanken. Die brauchen wir jetzt auch. Blitzer. Ich bleib so lange drin, bis Traumagil nicht mehr kann, würde ich sagen. So, es hat auf jeden... Es kann auf jeden Fall... Warte, was? Das ist nicht sehr effektiv? Ja, ich wollte gerade sagen, es kann auf jeden Fall Donner lernen. Damit bin ich schon mal down und ich habe das Gefühl, der Kampf wird sehr schwer. Ich habe wirklich das Gefühl, der Kampf wird sehr schwer. Vergiftet. Toxic Orb. Warum hast du einen Toxic Orb? Hä? Kannst du irgendwie auf mich überladen? Die Vergiftung oder sowas? Oder warum hat das jetzt getan? Ich bin sehr verwirrt darüber. War vielleicht nicht das Klügste, mit Traumagil zu starten, aber ich war mir nicht sicher. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt und ich hab einfach getan. So, Blitzer ist schon mal down. 2 von 6 sind schon mal down. Okay, ja, wir kriegen das definitiv hin. Ich mag übrigens seinen Background. Bei ihm ist das Ende. Landschuhen. Wasser, Elektro. Perfekt für mein kleines Fischherrle. Nee, Gigasauger. Erdbeben wird bestimmt nicht treffen. Das hat bestimmt Schwebel. Also, Gigasauger. Auch wenn es vielleicht nicht vorne hitten sollte, so wie jetzt gerade gesehen. Hat mehr Damage gemacht wegen meinem Item. Und ich bin dann Tank und überlebt noch ein Eisstrahl, oder? Oder? Ja, tue ich, das ist es. Nicht. Hä? Oh, es liebt dich und ist aufgetaut. Juhu, dann muss ich ja doch nicht heilen. Juhu, ich wollte gerade Top-Genesung entdecken. Aber das muss gar nicht sein. Also, noch nicht. Das wird gleich sowieso noch kommen. Aber... Yay! Juhu, 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 du bist down, yeah. Luxtra! Pures Elektro-Pokémon, obwohl es aussieht, als hätte es einen Unlichttypen. Hat's aber nicht, es ist nur Elektro. Verschwendetes Potenzial, oder? Hat so ganz viel schwarzes Fell, aber dann ist es. Ja. Na egal. Und ich bin down. Ich hab vergessen, dass ich mich heilen wollte. Plus. Hat Eiszahn. Ein Elektro-Bund hat Eiszahn. Egal. Na gut, dann hat es das halt. Tricky! Du bist dran. Was will er schon machen? Wasserzahn? Träum weiter, mein Freund. Hi-ja! Das macht gar nichts. Außer halt jetzt seine Initiative sinken, aber ansonsten. Oh nein, Knuddler! Macht zwar nicht viel Damage, aber ich habe trotzdem ein bisschen Angst vor Knuddler. So, weiß nicht sehr effektiv ist. Ja, okay, macht Sinn. Oh, das war sogar perfekt. Das war sogar perfekt. Macht wenig Damage. Und er hat die Verbrennung. Geil. Also eigentlich liebe ich ja die Fähigkeit. Flammenkörper. Zack, Luxtra schon mal down. Schön. Sehr, sehr schön. Mhm. Sogar Level Up. Und als nächstes, Raichu. So, vorletztes Pokémon von ihm. Es kann Surfer. Oh, 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 oh. Gut, dass das nicht getroffen hat. Gut, dass das durch meine Liebe nicht getroffen hat. Wie auch immer man einen Surfer ausweichen kann. Ihr habt die meine Animation gesehen? Das ganze, die ganze Arena wird überflutet. Aber ich beschwere mich nicht. Ganz und gar nicht. Über seinem letzten Pokémon. Elevoltec. Tricky, du kriegst das doch bestimmt hin, oder? Oder? Wunderbar. Was für ein packender Kampf. Das letzte Pokémon. Elevoltec. Das Gegenstück zu Magbrand. Steht mir bevor. Und kriegt jetzt aufs Maul. Hiya! Bam. Das hat mehr gemacht, als ich dachte. Aber ich bin down. Erdbeben fehlt nicht. Yep. Aber ich habe schön Damage machen können. Das hat sich gelohnt. Mhm. Und es verliert es wegen. Ah, es hat ein Leben ab. Na dann, Leben ab gegen Leben ab, würde ich sagen, oder? Denn mein Schnurrgas hat ein besseres Leben ab. Einfach weil. Einfach so. Jetzt, wo ich in der Klemme stecke, macht es sogar noch mehr Spaß. Na dann, wenn du das so sagst. Oh, da hat ein zweites Top-Genesung. Hätte ich wissen müssen. Oder war es sein erstes erst? Keine Ahnung. Aber, ja, Fakt ist, ich lass Schnurrgas down gehen und heil. Wen heil ich denn? Shellterra macht am meisten Sinn, würde ich sagen. Ich weiß nicht, kann es irgendwelche
Frostattacken oder sowas. Das sah richtig cool aus, aber auch bedrohlich zugleich. Eieiei, das letzte Pokémon macht mir noch Ärger. Ich kann die Toxin reindrücken, merke ich gerade. Oder? Also ich glaube, Elektro-Pokémon können doch vergiftet werden, oder? Ja, doch. War mir gerade nicht sicher. Aber doch, können sie. Sehr gut. Mhm. Und Donner trifft und ich bin down. Also, Leben Orb. Ah, Crit! Das war sogar ein Crit! Leben Orb ist so okay, manchmal. Also klar. Er zieht sich natürlich selbst Leben ab, aber er ist natürlich auch wirklich stark. Alles Klärchen, Shelterra. Eine Runde drin lassen, also jetzt kurz heilen mein Shelterra und gucken, wie viel Damage Voltec macht. Kann ich einen Hyperdrang einsetzen? Probieren wir es aus. Probieren wir es einfach aus. Ich denke nicht, dass er mich one-hitten kann. Ich glaube nicht, dass er irgendeine Attacke hat zum one-hitten. Ich denke nicht. Was? Der kann Flammenwurf! Aber es killt mich nicht. Es killt mich nicht. Aha. Ich riskiere es nochmal. Full Heal, die Top-Genesung. Zweimal noch, denke ich. Und dann habe ich gewonnen. Toxin. Und sein Leben auf. Killen die dann. Habe ich recht? Ich weiß wieder mit, ne? Und was war sein Leben ab? Und jetzt kommt meine Vergiftung. Jetzt ist im roten Bereich und dann. Sehr viel. Ja, nächste Runde ist er down. Einmal noch Top-Genesung, ich habe gewonnen. Ich habe jetzt gewonnen. Eigentlich müsste ich jetzt gewonnen haben. Selbst wenn ich jetzt down gehe, habe ich gewonnen. Weil ich habe noch Tails als mein letztes Pokémon. Und er hat gar nichts mehr. Ja, ich habe gewonnen. Leck mich, du bist down. Tschüss, ich hab gewonnen. Sieh es ein. Ich bin immer noch der Beste. Das war's, Volkner. Was für eine erfrischende Niederlage. Zumindest freut er sich. Von einem Trainer, der es in die Ruhmeshalle geschafft hat, hätte ich auch nichts anderes erwartet. Die Kämpfe mit dir stecken immer wieder voller Überraschungen und Entdeckungen. In diesem Sticker steckt mein glühendes Gemüt. Du kannst ihn benutzen, wenn du magst. Ein Funkensticker. Ein Kampf mit dir ist mir jederzeit willkommen. Komm wieder vorbei, wenn du wieder mal einen ausfechten möchtest. So, aber die Folge ist zu kurz. Und deshalb würde ich sagen, werden wir noch was anderes machen. Kann ich den ganzen Weg easy zurückrennen oder muss ich doch irgendwelche Puzzle machen? Ich glaube, ich kann einfach easy zurückrennen. Also, sieht bisher so aus. Ja gut, das hier noch, aber das ist einmal drehen, zwei, dreimal. Und dann war es auch wieder. So Leute, wollt ihr wissen, was wir jetzt machen? Wir haben jetzt alle Rematches gemacht gegen alle Arena-Leiter. Aber was anderes gibt es auch noch. Und zwar kann man auch in der Top 4 ein Rematch verlangen. Ja, das ist so gut wie das Schwierigste im ganzen Spiel. Und ich hoffe wirklich, dass ich dafür bereit bin. Ich habe Scorpion noch ein paar Sonderbonbons zu geben, damit es auch ungefähr auf den anderen Leveln, im gleichen Levelbereich ist auf jeden Fall. Und ja, das habe ich eigentlich sonst nie, aber ich habe jetzt bei der Top 4 ein bisschen nachgeguckt, was sie so alles haben, damit ich nicht komplett blind reingehe und instant destroyed werde beim ersten Gegner. Oder spätestens beim letzten, Cynthia und so. Und ja, deshalb habe ich so ein bisschen ein paar Taktiken und ich fange auch direkt mit Tricky an und ja, let's go. Das ist, wie gesagt, womöglich das Schwierigste im ganzen Spiel. Also, wünsch mir Glück. Ich hoffe, meine Level passen. Nicht, dass er jetzt auf einmal mit Level 90er Pokémon ankommt. Aber sollte er nicht. Hallo, ich heiße Herr Baro. Das weißt du ja bereits. Schließlich haben wir zwei ja neulich erst gegeneinander gekämpft. Warte mal eben.
Ich muss kurz lauschen, was meine Käfer-Pokémon da tuscheln. Anscheinend haben sie den Eindruck, du seist noch mal ein Stück stärker geworden. Tja, was soll ich sagen? Auf die Intuition meiner lieben Käfer-Pokémon ist in der Regel Verlass. Gut, dann will ich mich mal voll ins Zeug legen und dir alles abverlangen. Da kämpfen wir noch mal gegen den ersten Top 4 Anführer namens Herbaro. Vergiss den Namen immer. Aber das Gute bei der Top 4 ist, die haben alle nur 5 Pokémon, nicht 6. Die haben keine 6 Pokémon, die haben 5. Und das ist richtig gut für uns. Und ich weiß nicht, wie die Folgenlängen sein werden. Erwartet, dass die Folgenlängen sehr lange sind. Ja, und ich sehe sofort ein riesengroßes Problem. Meine AP. Meine AP werden öfters ausgehen und ich habe da nicht dran gedacht. Ich sag's wie es ist, ich habe nicht dran gedacht, dass meine AP sehr schnell ausgehen werden. Eieiei. Und Antikraft sofort. Okay. Hat nicht so viel Damage gemacht, das freut mich. Aber schau euch deren Level an. Warum sind die so niedrig? 65 nur? Ich meine, okay, ich freue mich, ne? Ich sollte mich drüber freuen eigentlich. Scaraborn hat zwar eine Kampfattacke, die mir sehr Probleme machen kann, aber ich denke, ein Flammenwurf sollte es trotzdem down kriegen. So, 1 von 5 haben wir schon mal. 2 von 5. Okay, das läuft sehr gut gerade. Wir haben einen sehr guten Start in die Top 4. Okay, Level 81 für Traumagel. Schön. Hornweisel. Nur Käfer. Vielleicht auch noch Flug. Kann sein, dass es noch Flug ist, aber es ist auf jeden Fall nur Käfer. Vielleicht ist es jetzt auch tot. Und es ist down. Alter, das läuft richtig gut. Aber ich habe wirklich erwartet, dass die Level 70er Bereich sind. Aber nee, die sind Ende 60er. Warum? Shirox sollte sogar noch einfacher sein als die anderen. Hä, ich verstehe das nicht. Warum haben die immer noch die niedrigen Level? Das sollten eigentlich die neuen Teams sein von denen. Ich würde so sagen. Eigentlich sollten das definitiv die neuen Teams sein. Wozu hast du die Beere gegessen? Du bist down. Du bist down. Wozu die Beere? Nix da. Pion Draghi. Ich bleib drin, aber vor dem hatte ich Angst. Noch ist nicht entschieden. Wir gehen bis zum Schluss nicht auf. Hab ein bisschen falsch vorgelesen, aber egal. Krass an die Mädchen. Hätte ich auch gerne. Gegen Pion Draghi habe ich leider nichts. Und ich hatte gerade Angst wegen Erdbeben. Aber, wie ich schon erwartet habe, wenn ich Glück habe, wird mich meine Liebe retten. Unterschätze niemals die unbändige Lebenskraft der Käfer-Pokémon. Und ich call es, er wird sich heilen und deshalb mache ich jetzt noch mehr Damage. Ja. Das sollte ihn one-hitten. Wenn das schon so viel Damage macht. Treffen. Ja, ich treff. Das muss reichen. Das war nicht mal ein Item. Er hat einfach mit einem KP überlebt. Ich bin tot. Nein, ich hätte auch mal das gleiche einsetzen können. Oh, das ist gar nichts. Wow, ich denke, eine Initiative, aber das war richtig dumm gerade. Ich bin tot, oder? Ich fange an. Stimmt, weil ich seine Initiative gesunken habe. LOL. Das ist der entscheidende Move gewesen. Okay, das sah sehr einfach aus, aber eigentlich sind sie schwer. Eigentlich müssten sie auch die stärkeren Teams schon haben, oder? Ich glaube schon. Ich gucke jetzt nochmal nach, aber eigentlich sollte das schon das neue Team gewesen sein. Mit dir könnte ich nicht mithalten. Du hast gewonnen. Yay. Ach, meine Käfer-Pokémon waren auch heute einfach wieder hinreißend. Findest du nicht? Alles hat gepasst. Keine Bewegung zu viel. Jede Attacke bis ins letzte Detail ausgefeilt. Dass es trotzdem nicht gereicht hat, muss ich ganz allein auf meine Kappe nehmen. Wenn ich weiter an mir arbeite, dann schaffe ich es auch, meine Käfer-Pokémon so strahlen zu lassen, wie sie es verdienen. Drück mir bitte kräftig die Daumen, bis ich das packe. Du kriegst das hin. Aber ob ich das hier hinbekomme? Ich weiß es nicht. Okay, ich habe es jetzt mal nachgeguckt. Und ja, das ist alles richtig, was hier passiert. Aber ich komme später zu dem Problem, was ich habe. Jetzt machen wir erstmal das Ganze durch.
Oha, Sie ahnen, wer uns diesmal wieder Gesellschaft leistet. Du scheinst seit unserer letzten Begegnung deutlich selbstbewusster geworden zu sein. Doch dank meines Alters bin ich dir einiges voraus. Über die Jahre konnte ich meine Kraft und meinen Willen so immens stärken, dass sie nun selbst den Boden erzittern lassen. Doch genug der Worte. Lass mich dir in der Praxis zeigen, wovon ich rede. Alright, let's do this. Ich hab Tails vorne. Sie war das mit den Boden-Pokémon. Die Theresa. Und sie fängt mit einem Welser an. Das ist ja schlecht. Weil das Shelterra auch machen könnte. Und das mache ich auch jetzt. Ja. Also, die Level sind hier richtig und ich komme später zu dem Problem. So, welchen Level bist du denn jetzt eigentlich? Irgendwas mit 60 muss es sein. Ja, die sind jetzt übrigens auch stärker als beim ersten Mal. Beim ersten Mal waren sie irgendwas mit 60, fast 70. Nee, 50, 60 ungefähr. Und jetzt sind sie 60, 70 ungefähr. So. So eine Beere. Was hast du für eine Beere? War das dumm mit Shelterra jetzt? Ja, nee, nicht wirklich, nicht wirklich. Die Beere hat ihn gerettet. Die Beere hat ihn davor bewahrt zu sterben. Ah, deshalb war das schlecht mit Shelterra. Es hat Eisstrahl. Aber ist trotzdem jetzt down. Außer es heilt. Es heilt. Okay. Sie heilt ihren Welser. Macht Sinn. Aber ohne die Beere wärst du gestorben. Also bist jetzt auch tot. Yep, und ich bin vollgeheilt dadurch, oder? Ich glaube, ich bin vollgeheilt. Ja, reicht schon. Reicht auf jeden Fall. Okay, gut. Erst schon mal down. Schön die Level mitnehmen, das ist das Wichtigste hier. Hippoterus. Ich glaube sogar, dass nicht nur Tails hier gut ist, sondern auch Shelterra. Ah, Sandsturm. Aber das hat niemals irgendeine sehr effektive Attacke gegen mich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding eine Eisattacke kann. Kann ich mir nie vorstellen. Das würde mich echt wundern, wenn das eine Eisattacke kann. Aber wir werden uns jetzt vom Besseren belehrt. Es kann Eiszahn. Mein Bildschirm ist gerade ausgegangen. Okay, da sind wir wieder. Okay, ich hab's überlebt. Das ist sehr gut. Jetzt ist er nämlich down. Yes. Okay, das läuft. Das läuft richtig gut hier. Klar bin ich overleveled, aber das war wichtig, dass ich so viel gelevelt habe. Wirklich, das war jetzt wirklich wichtig. Und jetzt noch mehr leveln ist auch sehr wichtig. Okay, Bodenflug-Pokémon. Tails. Ganz ehrlich, ich hab nichts dagegen. Das ist halt leider sehr blöd, dass ich keine Eisattacken oder keine Eis-Pokémon habe in meinem Team, weil das wäre sehr nützlich in diesem Spiel gewesen. Tja, habe ich nicht gut nachgedacht, könnte man sagen. Keine Ahnung. Tails, komm, Siedewasser, hoffentlich verbrennt es. Oh, ich hätte es bestimmt killen können mit Nassweif, oder? Nee, heißt nicht. Hat eine E-Beere. Hat eine Beere. Aber beim nächsten Zug ist es down. Und Erdbeben verfehlt! Wie auch immer ein Erdbeben verfehlen kann, es hat verfehlt. Sehr gut. Lass Schweif, sollte reichen. Hi! Ja! Mhm. Sehr schön. Weiter so, Tails. Freut mich. Schön alle leveln. Ja, schon alle die XP mitnehmen. Sehr gut! Tricky und Schnurrgas Level 80. Sehr, sehr schön. Jetzt ist Scorpion wirklich als einziges. Ah ne, Tails auch. Tails auch, ne. Okay. Eieiei. Ja, Geowatz bleibt drin. Bleibt drin. Da die Hydropumpe reintun, dann war's das. Oder Nassschweif. Ich versuch's mit Nassschweif. Schweif. Heia! Ah, Robustheit. War klar. Deshalb habe ich auch den Nassschweif reingetan. Hydropumpe wäre unnötig gewesen.
Alright, bin full. Was hat's da ein Erdbeben? Oh, er bufft sich. Steinpolitur bufft ihn. Gabe nur Verteidigung, oder? Ne, Initiative war das. Steigt aber stark. Also es ist auf jeden Fall jetzt schneller als ich. Halt nicht, er setzt den Erdbeben ein. Er denkt, dass er mich killt damit. Aber das tut er nicht! Falsch gedacht! Aber hey, er hat immerhin viel Damage gemacht. Ich weiß nicht, ob die noch heilen können. Ich erwarte wirklich, dass sie mehr als ein Heil-Item haben. Deshalb die Möglichkeit, dass sie sich heilen, ist bei mir immer offen. Wow. Gar nicht geheilt. Okay. Rihornios, sehr böse, aber ich bleib drin. Ha, pass auf, dass du so kurz beim Ziel nicht die Boden oder die Füße unterm Boden verlierst oder sowas. Oder umkippst, ja? Hydro-Pumpe. Ich darf anfangen. Yes! Komm auf 1 KP. Das hat locker Robustheit. Noch als nicht! Ich hab's down! Ja! Das war der Kampf! Huiuiui! Das passt, glaube ich, sogar alles in eine Folge noch. Ja, Level 79 für Tails. Das war Theresa. Die Macht der Jugend ist wahrhaftig erstaunlich. Sie hat dich im Kampf unerschütterlich gemacht. Was auch passiert, du scheinst dir den Boden unter den Füßen zu verlieren, habe ich recht. Das ist mir nach diesem Kampf klar geworden. Okay, Leute, in der nächsten Folge werden wir dann die Top 4 abschließen. Ups, das ist der Plan. Seid gespannt.